Wir sind wieder live drauf und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Jetzt waren es tatsächlich nur noch 8 Viertelfinale. Wieder mal Nerven aufreiben, da bin ich mir sicher. Ich liebe ja solche K.O.-Duelle. Alles ist möglich, die Mannschaften zumeist ja auf Augenhöhe. Jeder will irgendwie ins Halbfinale und will natürlich am Ende der Saison den ganz großen Titel holen. Das könnte was werden. Da ist er drin. So kann Fußball funktionieren. Du nimmst dir eine Menge vor und dann kommt der Kapitän und setzt sofort alles um. Hansi, deine Einschätzung bitte zu diesem Tor. Der Torwart in dieser Situation chancenlos. Er legt den Ball flach, genau dahin, wo er ihn hinhaben möchte. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Oh, das kann ins Auge gehen. Matip, der kommt weit nach vorn. Rüber, nach rechts. Raus auf die Seite. Er könnte zum Tor ziehen. Er schießt aufs Tor. Lang und weit nach vorne. Jetzt ist Übersicht gefragt. Da verheddert er sich. Ja, das war ein klares Foul. Matip muss sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. Ganz schön dünnes Eis für ihn. Ich denke, der Schiedsrichter hat ihm deutlich gesagt, Junge, beim nächsten Mal ist es vorbei. Und die Möglichkeit. Paredes. Und der kommt an. Das könnte was werden. James Rodriguez. Sehr gute Position. Wird das die Chance? Das ist ein Foul. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Der geht weit. Es ist fast eine halbe Stunde vorbei. Für alle, die es verpasst haben, wir haben hier schon ein sehr frühes Tor gesehen. 1:0 der Spielstand. Matip. James Rodriguez. Sie lassen da nichts anbrennen. Was für ein dicker Klops. Flankt doch. Ja, das sah schon nach Vorspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Ja, er muss jetzt ein bisschen aufpassen. Er muss sich ein bisschen zügeln. Ansonsten gibt das hier möglicherweise noch eine zusätzliche Strafe. Wenn sie so weiter reingehen, dann hat er... Er springt hoch zum Kopfball. Und der Keeper ist zur Stelle. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Paredes. Bekommt er den? Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Er passt ihn rein.
Der war ein bisschen zu stark. Der Ball wird länger und länger. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Der Favorit führt zur Pause und wir dürfen gespannt sein, ob er das hier in der zweiten Halbzeit locker runterspielt. 1:0, nur ein Tor trennt beide Mannschaften. Es gibt Freistoß und das auch zurecht. Das war seine zweite Verwarnung im Spiel und damit muss er runter. Er kann halt lamentieren, wie er will, aber die Entscheidung des Schiedsrichters, die steht. Jawohl, Einwurf. Jetzt aber, da ist die Chance. Ganz knapp am Tor vorbei. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Er bringt ihn. Also da kommt nicht jeder ran. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Wie der sich hochpresst. Der perfekte Start in diesem zweiten Durchgang. So einstudiert, so umgesetzt, ein perfekter Treffer. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig, mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Kurzawa sieht nicht gerade zufrieden aus, aber er sollte sich nicht beschweren. Der Trainer muss ihn hier beschützen, vor sich selbst. Damit geht's wieder komplett von vorne los. Also pari pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden nicht einverstanden ist. Paredes mit dem Foul, das gibt Freistoß. Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Immer den Atem des Gegners im Nacken zu spüren, das kann dich schon ganz schön aufreiben. Ja, der Schiedsrichter gibt Freistoß. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Er bringt ihn flach rein. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Ja, da hat er ihn erwischt. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Paredes. Da kommt die Flanke.
Jetzt kommt Verstärkung von der Bank. Der Trainer wechselt ein weiteres Mal. Mal sehen, ob es diesmal was bringt. Es geht über die rechte Seite. Und ab geht die Post. Gut aufgepasst. Ball ist über der Seitenauslinie. Das Spiel ist unterbrochen, jetzt kann gewechselt werden. Er hat alles rausgehauen, er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Ab dafür. Und er ist in der Luft. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ball halten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Gleich wird erneut gewechselt. Jetzt muss er vom Platz oder sagen wir es anders, er darf vom Platz. Er hat alles aus sich rausgeholt und jetzt darf er sich ausruhen. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie draus machen. Jetzt ist was möglich. Starker Ball. Hält er drauf? Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Bartra macht mächtig Alarm auf der rechten Seite. Mal sehen, was der so vorhat. Einfach nach vorne geschlagen. Die letzten Minuten, sie müssten noch mehr Druck machen. Die reguläre Spielzeit ist um und es steht immer noch unentschieden. Es war ein Spiel, das letztlich auch keinen Sieger verdient hatte. Es passte kein Blatt Papier zwischen die Leistung der beiden Mannschaften. Insofern ist das Ergebnis völlig folgerichtig. Das war's mit Durchgang 2 und wir haben noch immer keinen Sieger. Dramatik pur, jetzt in der Verlängerung. Und es geht schon wieder weiter. Bartra. Paredes. Sucht die Schnittstelle. Allein vor dem Torwart. Und er schießt. Und der Treffer. Also wenn das keine Puncher-Qualitäten sind, dann weiß ich es auch nicht mehr. Absolut beeindruckend. Und da steht die ganze Hintermannschaft wie die Statisten. Sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbling. Das ist die Führung. Paredes. Paredes. Tipp. Der kann nicht nur defensiv, der backt jetzt auch vorne noch so richtig Geschwindigkeit aus. Tempo Gegenstoß. Der Schiedsrichter pfeift, erste Hälfte der Verlängerung vorbei. Beide Teams haben bislang alles gegeben. Es ging wirklich nur über den Kampf. Die Frage ist, wer hat jetzt noch die Kraft in den verbleibenden 15 Minuten, um das Tor zu machen? Wir sind in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Die Anspannung auf dem Platz, aber eben auch auf der Bank, die ist riesig. Ein kleiner Fehler und alles bricht hier zusammen. Er trifft ihn. Und drin ist er. Ist es das gewesen? Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. So, jetzt wird wohl gewechselt.
Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Und mit einer 2-Tore-Führung geht's nun weiter. Also jetzt haben sie dem Gegner endgültig den Zahn gezogen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Da wird ein bisschen gedrängelt und der Fernschuss. Matip. Ja, das muss man schon abpfeifen. Klare Sache, das muss gelb geben. Überhaupt keine Frage. Wenn einer den Ball erobern will, dann muss er auch mal richtig zur Sache gehen. Aber der hier hatte nie die Möglichkeit, auch nur ansatzweise an die Kugel zu kommen. Gefährlich! Och bitte, so doch nicht. Mit Tempo nach vorne. Paredes. Und weg das Ding. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Und wieder ist man dem großen Ziel einen Schritt näher gekommen. Mit diesem Erfolg steht man im Halbfinale. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Sie sind weiter im Wettbewerb und das ist natürlich das Allerwichtigste. Jetzt wollen sie so weit kommen wie möglich.